Dann begrüße ich zur heutigen Vorlesung Didaktik und Methodik. Und da ich am heutigen Termin nicht im Hörsaal sein kann, haben wir hier eine Aufnahme angefertigt. Und ich sitze hier zusammen mit Andreas Sechsauer und wir werden heute das Thema Lehr-Lern-Arrangement am Beispiel Nutzung technischer Equipments hier behandeln. Und ja, dafür eine Reihe von Beispielen einbringen, die wir hier schon stehen haben. Beginnen wollen wir eigentlich bei technischen Equipments, die man schon von sehr früher Zeit, von der Kindheit her kennt. Ich selber habe mit diesem Gegenstand schon in meiner Kindheit zu tun bekommen. Meine Kinder, die ja jetzt so Anfang 30 sind, haben auch schon noch mit dem Lego-Stein gespielt. Und da der Umsatz der Firma Lego bis heute wächst, nehme ich an, dass auch heute, obwohl alle inzwischen ein Smartphone haben, auch noch mit dem Lego gespielt wird. Das ist sozusagen ein Grundbaustein, von dem wir annehmen, dass er als technischer Gegenstand, als technisches Mittel schon Kindern bekannt ist, sodass, wenn wir mit 8-, 9-, 10-Jährigen zu tun haben, man zumindest von der Bekanntheit dieses Elementes ausgehen kann. Und aus der Entwicklung hat sich inzwischen ergeben, dass Lego nicht nur diesen Urstein herstellt, sondern eine Fülle von weiteren Gegenständen, die man dann nutzen kann zum Konstruieren, um anspruchsvollere Dinge zu entwickeln, zu bauen. Zum Beispiel ein Zahnrad und die miteinander zu kombinierenden Zahnräder wären jetzt so ein Element. Und man kann daran erkennen, dass hier schon die Spielzeuge relativ ähnlich den Gegenständen sind, wie wir sie auch in Fahrrädern, in Kraftfahrzeugen oder in industrieller Maschinerie finden. Man kann die miteinander kombinieren und es gibt inzwischen eine Fülle von weiteren Lego-Technik-Elementen. Lego ist nicht der einzige Hersteller, es gibt eine Fülle von anderen Firmen. Ich werde da gleich noch ein paar nennen, die auch etwas anfertigen. Und was sich seit ungefähr 20 Jahren, glaube ich, hinzu ergeben hat, ist eine Entwicklung, die als Lego Mindstorms bezeichnet wird. Lego Mindstorms ist eigentlich die Öffnung der Lego-Technik für einmal Bewegtelemente, also Motoren, Aktoren nutzen. Das wäre hier ein Motorenelement von Lego und Lego Mindstorms. Sensoren zu verwenden, das wäre hier ein Beispiel für einen Sensor, der in dem Rahmen eingesetzt werden kann. Und das Ganze ansteuerbar zu machen über einen Prozessor. Und das ist hier das Kernelement des Lego Mindstorms-Konzeptes, mit diesen verschiedenen Bauelementen in Kombination aus Sensor, Aktor und Prozessortechnik, den Konstruktionselementen und einer kleinen Programmierung kann man eigentlich fast nach oben offen alle technischen Funktionen gestalten und das schon als 8-, 9-, 10-Jähriger. Die Konzepte gehen dann weiter bis ins Erwachsenenalter. Ja. Nicht nur Lego, etwas, was sich in der Schule gerade etabliert, das ist vor einigen Monaten, denke ich, auch in der Diskussion gewesen, ist der Calliope, der jetzt vor allen Dingen das Mikrocontroller-Element aufnimmt. Eigentlich soll mehr oder weniger jedes Schulkind in einiger Zeit mit einem ähnlichen Equipment arbeiten. Und das ist im Wesentlichen dieses Kernelement, das dann für Programmierung aller Art und weitere Funktionen im Bereich der Robotik, im Bereich der Gestaltung kleiner, auch mechatronischer Elemente nutzbar gemacht werden kann. Einstieg eigentlich gedacht schon für Kinder im Grundschulalter, die hier einen Zugang zu ja dann doch auch anspruchsvoller und abstrakter Technik und Programmierung finden. Ja, um noch einige weitere zu nennen und nicht hier so eine Art Schleichwerbung zu betreiben, Fischertechnik, auch schon in meiner Jugend vorhanden, auch schon ein technisches Equipment, was auf konstruktiven Elementen der Zeit davor aufbaut, hat Angebote, die von der Zielgruppe Kinder über Jugendliche bis ins Erwachsenenalter geht. Es gibt von Fischertechnik Anwendungen, die ja auch kleine Produktionsanlagen darstellen, auch kleine Roboter
Und dieses Kernelement entspricht sozusagen dem Lego-Baustein, Konstruktionskernelemente, die dann miteinander kombiniert werden können. Ja, und Fischertechnik nutzt nachher für die anspruchsvolleren Beispiele auch industrielle Technik, also zum Beispiel von Siemens, von Bosch, von Rexroth etc. Und nähert sich damit einem Equipment an, was dann schon sehr nah in die Richtung der Berufsbildung, Berufsausbildung und Berufstätigkeit geht. Hier ein Beispiel aus dem MacLab von Festo, von der Firma Festo. Automatisierungstechnik, Pneumatik als ein Element. Und auch hiervon gibt es Bausätze oder Sätze zum Arbeiten, die für Jugendliche auf jeden Fall gedacht sind, für allgemeinbildende Schulen, für berufliche Schulen und einen direkten Übergang eigentlich ermöglichen von Lego über das Festo MacLab bis direkt in die berufliche Tätigkeit als Mechatroniker, als Industriemechaniker, als Experte für elektronische und mechanische Systeme. Der Einstieg kann also ein fließender sein und das wollen wir heute hier an einigen Beispielen durchgehen, also praktisch von Kindesalter bis in die berufliche Expertise. Und es soll jeweils didaktisch so angesetzt sein, dass man sehr schnell den Zugang zu der Technik bekommt, dann früh eigenständig wird und durch die Bearbeitung von Aufgaben und das Weiterlernen ja bis in eigentlich höchste Komplexität sich auch hineinarbeiten kann. Und ja, die Frage, wie das geht, das will ich gemeinsam mit Andreas Sechsauer hier durchgehen. Ich würde einfach an dich weitergeben, dass du mal in diese Beispiele hineingehst und wir daran vielleicht auch uns ansehen, wie sie verwendet werden können. Ja, danke für die Einführung. Also ich habe mal vier verschiedene Sets, Lernfelder letztendlich mitgebracht. Diese Sets sind alle eigentlich in dem Bereich, bewegen sich zwischen privater Nutzung bis hin auch zum Einsatz in der Schule und sind auch für unterschiedliche Altersstufen oder unterschiedliche Komplexitäten auch oder Zielgruppen letztendlich gemacht. Und ich habe deswegen diese vier Sets mal mitgebracht, dass wir einfach vergleichend reingucken können. Im Prinzip sollen diese Sets alle in das Thema Digitalelektronik, Automatisierung, Robotik einführen. Ein Thema, das uns heute eigentlich überall begegnet, immer mehr in unserer Umwelt ist, automatisiert, arbeitet mit Mikrocontrollern, mit Digitalelektronik. Das fängt inzwischen beim Kühlschrank und Waschmaschine oder Kaffeemaschine zum Teil an und geht dann weiter über unsere Mobiltelefone zum Beispiel bis hin in die Autos und dergleichen, sodass es eigentlich unsere Umgebung inzwischen dadurch durchdrungen ist und weiter durchdrungen wird. Und die Frage eigentlich bei diesen Sachen immer ist, wie können wir, werden wir mündig im Umgang damit, dass wir nicht nur ein bestimmtes fertiges Teil bedienen können, also unsere Kaffeemaschine benutzen können, sondern auch mündig darüber entscheiden können, wollen wir die Elektronik drin oder nicht und auch gestalten selber können mit Elektronik. Und das ist ja letztendlich auch der Auftrag an die Schulen, den auch die KMK so formuliert, dass wir im Prinzip auf das zukünftige Leben vorbereiten wollen. Und wenn wir davon ausgehen, dass da immer mehr solcher Elektronik eigentlich wesentlicher Bestandteil von irgendwelchen Gegenständen, Objekten, Alltagssituationen ist, dann sollten wir eigentlich diese auch verstehen können, bewerten können, reflektieren können und selbst gestalten können. Und all das steckt in diesen Sets drin. Und vielleicht noch einmal als Ergänzung habe ich gefunden, so eine Folie von Siemens, die sich mit dem Thema auseinandergesetzt haben, Industrie 4.0, was müssen denn unsere Auszubildenden in Zukunft für Kompetenzen haben und können? Und ich habe mal gelb hier einige hervorgehoben, die genau in diesen Bereich reinfallen. So das Thema ist natürlich mit Embedded Systems, Robotik, Sensoren, Aktoren, steckt hier alles drin, bis hin zu systemischem Denken. Also wie funktioniert sowas als komplexes System? Die sind alle komplex. Bis hin zu, wenn wir dann Internet of Things oder dergleichen machen, Cloud Computing oder auch entsprechende Netzwerktechnik im Hintergrund. Also jetzt, man kann einerseits sehen, es ist ein Thema der Allgemeinbildung. Die Begründung ist, in unserer Lebenswelt spielen diese Gegenstände eine große Rolle, auch wenn man sie nicht jeweils durch die Anschauung schon verstehen kann. Und deswegen wäre es auch wichtig, ein Verständnis und vielleicht auch ein Mitgestalten hier zu ermöglichen. Ein bisschen Richtung der beruflichen Bildung, wo egal welchen Beruf so ungefähr man ergreift und vor allen Dingen in industriellen Berufen, wenn man diesen Umgang mit Elektronik, mit Programmierung, mit Aktoren und Sensoren auf jeden Fall braucht. Dann fangen wir mal mit dem ersten an. Das ist das Lego Boost. Ich packe mal hier so ein bisschen aus. Ich habe das in so eine Kiste rein. Vielleicht so kann man das mal in die Kamera zeigen. Das fängt so mit 6 plus oder sowas, ist es angegeben selbst von Lego. Kostet so zwischen 100 und 200 Euro. Also durchaus auch
erhebliche Kosten und richtet sich eigentlich erstmal an Privatanwender, die das für ihre Kinder kaufen, die sagen, ja, die sollten da was können. Und auch da, das ist im Prinzip ja, die kleine Schwester, sage ich jetzt mal, von dem Mindstorms. Im Prinzip steckt da ähnliche Technologie drin. Zum Beispiel hier vorne haben wir auch so einen Lichtsensor, mit dem man Entfernung messen kann, beispielsweise, ob etwas vor dem Gerät ist oder nicht. Und ich bekomme jetzt hier entsprechend eine Anleitung, kann die Sachen selbst zusammenbauen. Hier innen drin ist ein großer Baustein mit Batterien drin, auch das Gehirn sozusagen, wo der Computer letztendlich drin steckt. Und hier zusammengebaut ist jetzt schon mal so eine Endausbaustufe, aber es gibt dann jede Menge Zubehör. Das geht von im Prinzip so einem netten Gesicht, was ich dann draufsetzen kann. Also es richtet sich sehr stark an die Kinder oder sehr beliebt. Ich kann hier hinten drauf auch so eine kleine Kanone setzen, die, wenn ich dann hier, ich glaube, so drücke, abgefeuert wird und die ich tatsächlich auch abfeuern kann, indem ich diesen Arm nach hinten schlage dann. Ich glaube, es ist gerade falsch zusammengebaut, deswegen an der Stelle war ich so etwas irritiert. Genau, der schlägt dann so nach hinten und löst es dadurch irgendwie aus. Und natürlich sehr verlockend für die Kinder ist dann irgendwo hinzufahren und dann die Kanone zu schießen und womöglich den Papa zu treffen. Man kriegt es aber als nicht zusammengebautes, sondern eher als Einzelteilsammlung und muss dann schon mal mit dem konstruktiven Element, also konstruierenden Element, also Zusammenbauen dieser Einzelteile, was dann mehr als das Stecken, was man im Lego-Bereich zunächst mal kennt, ist. Also es ist so ein bisschen Lego-Technik, zum Teil etwas aufwendiger, weil so Lego-Technik ist eigentlich noch nicht im Alter von 6 Jahren, sondern eher so ab 10, 11 Jahren. Wenn ich mal das Tablet kriege, kann ich nämlich zeigen, wie die damit arbeiten. Und das werde ich jetzt bei allen Sets eigentlich machen. Ich werde mal gucken, im Prinzip, wie findet eigentlich der Einstieg statt? Wie vermittelt man dann die ganzen Grundlagen, die drinstecken? Und wie kann man über das, was vorgefertigt ist, hinaus noch Dinge tun, also weiter sich weiterentwickeln? Dazu gehört eine App. Und ich kriege bei dem Set eigentlich keine Einleitung mehr, wie wir sie klassisch kennen, in Papier von Lego, die seitenweise zeigt, wie stecke ich was, sondern ich muss mir im Prinzip eine App für mein Tablet oder mein Smartphone runterladen und kann das Ganze auch nur mit einer App zusammen benutzen. Und in der App drin sind dann verschiedene Figuren, also es gibt dieses Teil zum Fahren, es gibt aber auch eine Gitarre, mit der ich Musik machen kann oder so eine Katze. Und dann kann ich hier drin etwas auswählen und dann kriege ich hier drin eine Schritt-für-Schritt-Anleitung. Das heißt, ich nehme jetzt mal einfach irgendeinen Teil raus, dann sagt er, bitte schalte das Ganze jetzt an. Dann muss ich hier auf den Knopf drücken und dann verbindet er das über Bluetooth. Ein bisschen warten. Und was ich jetzt hier drin habe, ist, ich habe im Prinzip die Oberfläche. Ich kriege einerseits Anleitung, was ich jetzt zusammenbauen muss. In dem Fall musste ich jetzt noch hier den vorderen Teil zusammenbauen und habe jetzt auch die Anleitung hier drin. Ich muss das also parallel benutzen. Und wenn ich es dann gebaut habe, kann ich das dann auch programmieren. Und also ein Element wäre aber auch schon, dass man diese Teile, die ja eher dreidimensional sind, dann in einer Art technischen Zeichnung, Konstruktionszeichnung übertragen kann und eben diese Verbindung zwischen der Abbildung, die jetzt hier auf dem Tablet ist, aber vorher auf Papier war, und dem, was man baut. Ja. Und da habe ich tatsächlich festgestellt, das richtet sich jetzt eher an jüngere Kinder. Ich habe das mit meinem Sohn gemacht, der ist 10 und hat viel Lego-Erfahrung. Und ich habe selbst ab und zu mal gucken müssen, welches Teil gehört jetzt genau wohin, weil im Gegensatz zu sonstigen Anleitungen, die hier gar nicht so eindeutig sind. Sonst wird oft gezeigt, welches Teil muss ich jetzt hinsetzen und mit einem Pfeil markiert, wo muss ich es hinsetzen, das fehlt hier oft. Ja, ja. Also ganz spannend auch, dass Sie hier die Anleitung nicht in der üblichen Qualität offensichtlich gemacht haben. Ja, oder schon für gewohnte Nutzer so halbwegs. Ja, wobei es war echt oft Interpretationsspielraum und ich musste dann sehr viel abzählen, um zu sagen, kommt es jetzt an die dritte oder die vierte Position, was sonst immer sehr eindeutig geregelt ist, weil es sonst zu Folgefehlern führt. Und jetzt bekomme ich hier drin Aufgaben und jetzt muss ich mal gucken, ich kann auch eine Hilfe bekommen, kann mir also auch zeigen, was es hier wäre, jetzt die Aufgabe etwas hochzuheben. Und ich habe in der unteren Leiste habe ich verschiedene Befehle, die mir zur Verfügung stehen. Und das Ganze ist sequenziell aufgebaut. Wenn ich jetzt ganz an den Anfang gehe, ich bekomme nur eine Auswahl und kann dann im Prinzip sagen, okay, das ist jetzt so ein Block, um zu starten, nämlich wenn etwas davor ist. Und dann möchte ich, was weiß ich, den Arm hochheben.
Und dann kann ich draufdrücken und dann sollte es tatsächlich gehen. Wenn ich dann im Prinzip was davor mache, geht der Arm hoch. Ah ja. Mhm. Und genauso könnte ich das jetzt auch wieder anhalten und sagen, naja, dann möchte ich den Arm absenken, wenn ich was davor halte. Wenn ich draufdrücke, jetzt wartet er und wenn ich davor gehe, geht der Arm runter. Ah ja. Mhm. Und so werde ich Schritt für Schritt an die Funktion herangeführt und komme eigentlich dann immer, man sieht ja hier sind so ein bisschen so Legosteine drunter, die mir meinen Fortschritt zeigen. Ich muss mir das Stück für Stück freispielen, ja, ja. Die weiteren Befehle. Ach so, man macht die ersten Schritte und wenn man die erfolgreich absolviert hat, dann werden die nächsten einem genau, angeboten. Man kann, also ich sehe auch hier, den Level steht mir noch nicht zur Verfügung. Mhm. Da habe ich aufgehört, ja. Auf dem Gerät zumindest. Und jetzt muss ich erst den vorher letztendlich abschließen, erfolgreich abschließen, um dann den nächsten Schritt zu machen. Ja. Und jetzt weiß ich gar nicht, was ich glaube, hier sollte ich jetzt, und jetzt sind diese Befehle auch, das sind so Puzzlesteine, also das grafische Programmierung nennt man das, findet man inzwischen in vielen dieser Sets wieder. Ja. Und die passen auch nur, wie sie Sinn machen, aneinander. Und da kann ich jetzt, zum Beispiel kann ich jetzt nicht sagen, fange an, wenn vorne was dran ist, kann ich nicht mitten ins Programm setzen. Mhm. Ich kann aber sagen, ich habe einen zweiten Teil des Programms, ich mache einmal, im Prinzip, wenn vorne dran was ist, dann schieße oben die Kanone ab und habe einen zweiten Teil des Programms. Jetzt muss ich mal gucken, wo die Bewegungen sind. Das habe ich hier, das sind die Bewegungen. Mhm. Zum Beispiel zu sagen, wiederhole, fahre vorwärts, fahre nach rechts und wiederhole das. Yeah. Und wenn ich jetzt hier starte, dann fährt er vorwärts, fährt nach rechts, fährt vorwärts, fährt nach rechts. Und wartet eigentlich darauf, dass im Prinzip davor etwas ist, um dann letztendlich, mag mich nicht, ich halte mal wieder an, stopp, im Prinzip dann die Kanone auszulösen. Ja. Also wir kommen hier tatsächlich auch in die objektorientierte Programmierung rein, dass ich verschiedene Auslöser habe, um etwas zu machen, in einer sehr einfachen, grafischen, spielerischen Art. Ja, also man kann im Grunde unmittelbar dann schon den Zusammenhang sehen zwischen etwas, was man dort aneinander gefügt hat, in eigentlich Planung dessen, was dann das Gerät machen soll. Und wenn man es auslöst, kann man prüfen, ist das, was man erwartet oder das, was man eigentlich vorgesehen hat, auch tatsächlich durch das Programm so vorgegeben. Und dann ist es auch so, dass während das Programm läuft, auch die einzelnen Bausteine farbig hervorgehoben werden im Programm, sodass ich verfolgen kann, wie läuft das Programm jetzt eigentlich ab. Mhm. Und dann tatsächlich eine Chance habe, meine Programmierung anzupassen, also auf eine sehr spielerische Art und Weise. Ich habe jetzt noch nicht verstanden, wie verbindet sich dieses Element mit dem anderen, weil das war ja eben die Erwartung, die du hattest. Ja. Müsste also, das nicht da angekoppelt werden? Ja, ich muss das mal einmal nach oben machen, vermutlich war er. Mhm. Also wenn ich jetzt hier starte, wartet er eigentlich darauf, dass hier etwas davor ist und er springt dann auch weiter auf dieses Abschießen. Ah ja, da laufen sozusagen zwei Programme parallel. Genau, also einerseits wartet er darauf, dass bei dem Sensor was passiert und immer wenn was bei dem Sensor passiert, löst er aus. Und das ist einfach mein Fahrweg, den ich permanent fahre, den ich in so einer Endlosschleife wiederhole. Ja. Mhm. Und dann ist es tatsächlich so, dass ich gehe mal hier nochmal raus, also ich auch immer Hilfestellung kriege und durch dieses wie ein Spiel eigentlich, Level für Level und ich möchte Stück für Stück mir die Befehle freispielen, letztendlich diese Motivation getragen wird und dadurch auch sämtliche Grundlagen vermittelt werden. Mhm. Und die sind auch so konsequent, dass ich, wenn ich nochmal eins, jetzt bin ich eins zu weit, Entschuldigung, dass diese letzte, diese Schatzkiste, also das freie Arbeiten, erst dann geht, wenn ich tatsächlich alles durchgespielt habe. Und da gibt es auch keinen Elternknopf, mit dem ich sagen kann, ich möchte da schon vorher hin. Ah, ja. Sie sind auch so konsequent, dass wir hatten ja jetzt vorhin diese Puzzlesteine gesehen für das Spiel, also für das Programmieren, dass diese Puzzlesteine auch im Programm gar nicht erklärt sind. Ah, ja. Die werden so Stück für Stück eingeführt, aber nur über Symbolik. Und ich muss dann tatsächlich im Internet auf entweder auf der Lego-Seite oder auch auf Fremdanbieterseiten, wenn ich da mehr Hintergrundinformationen will, jetzt als Elternteil oder als Lehrkraft, die das vielleicht in der Schule einsetzen will, was macht denn dieser Aktionsblock genau? Ja.
muss ich mir das da besorgen. Finde ich in der App nicht. Es ist nicht dabei. Also die ist praktisch ganz ohne direkte Sprache. Ohne Sprache. Sondern eigentlich mit Symbolen und eigentlich in der Erwartung, dass viele Teile und Darstellungen sich selbst, auch erklären. Sich selbst erklären oder den Kindern, den Anwendern schon bekannt sind und deswegen nicht mehr nachgeschlagen werden müssen. Ich glaube eher sich selbst erklären. Also mit einmal ausprobieren, entdecken und dann in einer komplexeren Art und Weise wieder einzusetzen. Ja. Und die Frustration wird dadurch eigentlich vermieden, dass es wirklich Schritt für Schritt führt und man das, was man gerade gelernt hat, dann eigentlich als Grundlage für das Nachfolgen. Ja, und weil es halt wirklich, ich sag mal, Aufgaben sind, die durchaus, ich sag mal, ein kindliches Niveau haben oder ein kindliches, spielerisches Element haben. Also es gibt zum Beispiel diesen Plan, auf dem das Ganze dann fahren kann, wo ich sagen kann, ich stelle den jetzt hier hin, fahre los und möchte dann, was weiß ich, hier drüben irgendwo zum Beispiel meine, mal gucken, ob ich das Teil finde auf die Schnelle, hier so ein schönes Männchen. Ich kann dann das Männchen einsammeln und hochheben oder ich kann das Männchen draufstellen auf so einen Abschusselement und dann kann ich hier hinfahren und im Prinzip entsprechend runterschlagen und das Männchen fliegt durch die Gegend und das hat natürlich einen Reiz auf die Kinder. Also ich schieße den durch die Gegend und darüber arbeiten die an der Ist Stelle. Ist aber möglicherweise in der Art, wie es sich bewegt, schon was wie ein fahrradloses Transportsystem, was wir auch in Unternehmen heute zum Teil. Ja, das kommt also diesem autonomen Fahren natürlich sehr nah, weil ich kann im Prinzip fahren, ich kann gucken, fahre ich gegen ein Hindernis, umdrehen. Also solche Elemente kann ich programmieren und nachvollziehen. Es gibt auch so eine Möglichkeit, frei zu arbeiten. Ich kann dann auch tatsächlich selber quasi an eigene Programmierung anfangen. Ja. Und das ist letztendlich der Punkt, wie kann ich mich weiterentwickeln? Wenn ich einmal durch bin, habe ich alle Bausteine. Im Moment fehlen mir noch Bausteine, die ich nicht habe, weil ich noch nicht vollständig durch bin. Und jetzt kann ich tatsächlich eigene Programme machen, die im Prinzip, jetzt habe ich erfolgreich geschossen, entsprechend ablaufen und kann im Prinzip Eigenkreationen machen, die ich als eigene Programme abspeichere. Ja, also ich könnte als Beispiel den kleinen Roboter, das kleine Fahrzeug so programmieren, dass es in meinem Zimmer eigenständig rumfährt und alle Lego-Steine, die da verstreut sind, einsammelt und in die Kiste zurückführt. Und da kann es dann 2 Tage beschäftigt sein. Ich glaube, das ist nicht mehr möglich, weil dafür fehlt die Erkennung dieser Lego-Steine. Ah ja, also wenn wir jetzt noch mal gucken, was jetzt hier tatsächlich dabei ist. Im Moment ist im Prinzip ein Lichtsensor da, den kann ich auch nach unten richten. Dann kann ich auch so eine Linienverfolgungsaufgabe mitmachen. Ich habe im Prinzip einen Motor, der so einen Arm bewegen kann, den ich als Schaufel oder auch zum Auslösen dieses Schusssystems benutzen kann. Und ich habe im Prinzip meine Raupenkette, die angetrieben ist, mit der ich fahren und lenken kann. Und das war es aber auch. Für weitere Sachen müsste ich Zusatzsensoren oder etwas kaufen. Also es ist zum Teil erweiterbar. Ja. Allerdings kann man auch hier sehen, dass im Detail ein kleines Element der Zahnradtechnik enthalten ist. Und insofern auch andere konstruktive Aufgaben dann in dem vielleicht erstmal auf die kleine Robotik ausgerichteten Bauelement auch mit enthalten sind. Ja, oder sowas wie ein Hebel oder solche Sachen. Ja. Also da gibt es schon viele Elemente, die drin sind. Sie sind aber nicht Konstruktionsaufgabe in dem Fall, sondern ich baue das halt nach Anleitung zusammen. Im Prinzip der Teil, der passiert, ist eher so dieser Informatikteil. Okay. So, dann gucken wir uns mal das zweite an. Das, hier auch nochmal der Hinweis, es gibt hier eine Fülle von Herstellern. Genau. Und Lego ist nur gewählt, weil es sozusagen wie Tempotaschentücher oder anderes so eine Art Symbol für die Art der Technik steht. Genau. Das ist jetzt Tinkerbots, heißt das. Funktioniert auch mit einer App. Ist von der Firma aus Berlin, ist vor 4 Jahren oder was aus einer Kickstarter-Kampagne entstanden. Ist leider relativ teuer. Also so ein Kasten kostet 400-500 Euro leider, weil es halt eine Kleinserie ist. Und erlaubt aber auch Sachen zusammenzubauen. Und vielleicht ganz interessant, hier sieht man zum Beispiel auch eine Lego-Platte. Das heißt also auch hier Lego, um konstruktiv, universell zu arbeiten, kommt auch in solchen Sachen dann immer wieder zum Einsatz, weil ich eben was dran bauen kann und da dann die Möglichkeiten habe. Und wenn wir hier reingucken, das kommt tatsächlich mit einer Anleitung. Gucken wir gleich rein. Und dann sind verschiedene Bauteile. Es sind so ein paar konstruktive Bauteile, wo ich dann irgendwelche Füße oder Räder oder sowas habe. Es kommt noch ein Ladestecker mit. Und dann gibt es quasi so verschiedene Klötze. Das sind entweder Sensoren oder Aktoren.
Und es gibt einen Hauptklotz, den roten, das ist sozusagen das Gehirn. Und wir können ja mal gucken, wie die hier entsprechend einführen. Ja, man könnte auf die Idee kommen, da sind einzelne Gedanken, die wir von Lego oder Fischertechnik kennen, auch hier als Inspiration eingegangen. Und zum Beispiel diese Stangen, die sind wie die Lego-Stangen. Ne? Ja. Also da gibt's, die haben das bewusst so gestaltet, dass ich anknüpfen kann. Das Bekannte auch weitergenommen wird. Und die führen jetzt mit einem bisschen Text ein, aber haben es auch in so eine Geschichte gepackt. Ich bin Professor Kubi, Erfinder der Tinkerbox. Ich möchte dir zeigen, wie das geht und erste Tipps geben. Und führen auch so schrittweise heran, dass ich mal ein erstes Element zusammenbaue und diesen roten Stein in Betrieb nehme. Und dann kann ich verschiedene Sachen bauen. Ich kann also zum Beispiel ein Auto bauen oder wie es hier auf der also auf der Anleitung, auf dem Karton sind die ganz schön abgebildet. Das sind so die Sachen, die erstmal mitkommen. Ich kann so eine Art Rennwagen bauen, ich kann so einen Kran bauen, ich kann so ein Fahrzeug bauen, nennen sie hier Breitenberg, das im Prinzip selbst rumfährt und auf Hindernisse reagieren kann, weil das im Prinzip zwei Entfernungssensoren dran hat. Ich kann so einen einfachen Stehaufmännchen letztendlich bauen. Oder ich kann so auch etwas verrücktere Figuren wie so eine Art Krabbe oder so einen Hund bauen. Und wir können ja mal spaßeshalber so einen Hund zusammenbauen. Ja. Also es gibt dieses rote Element. Das ist. Wir müssen jetzt aber nicht für einige Stunden unterbrechen, um den Bau. Nein, das geht ganz schnell. Ah, ja. Das ist auch die Idee, das richtet sich so, Sie schreiben hier 9 Plus drauf. Im Prinzip, es läuft immer so, dass ich letztendlich hier entsprechend die Module aneinander stecken kann, indem ich sie gegeneinander verdrehe. Und jetzt muss ich einmal kurz nachdenken, dass ich es richtig mache. Das ist jetzt zum Beispiel ein Motor, der eine Achse drehen kann. Dann gibt es hier so ein Knickgelenk. Das wäre dieser Entfernungssensor. Es gibt aber auch zum Beispiel hier so etwas, wo ich dann auch, wenn ich das reinstecke, entsprechend im Prinzip so die Greiffunktion, eine Greiffunktion habe. Das geht dann auf und zu. Und es gibt hier auch noch, das ist ein Motor, da kann ich im Prinzip durch dieses rote Element letztendlich die Räder reinstecken, um dann zu fahren. Das gibt dann den Rennwagen. Ah, ja. Brauche ich jetzt aber nicht. Aber wenn ich jetzt hier diesen Hund, wir verpassen dem auch mal entsprechend ein paar Beine. Vorne auch noch, das steckt man einfach so aneinander. Ich habe das mal ein bisschen vorbereitet, ich gebe zu, ich habe geschummelt. Und dann schalte ich das Ganze einfach ein. Dazu gibt es letztendlich eine App. Und in dieser App sind dann auch wiederum diese entsprechenden Modelle hinterlegt. Ja. Und wenn ich das auswähle, Play, dann sagt er, ich soll hier einmal auf Play drücken, das Ganze in die Nähe bringen. Und jetzt hat er das miteinander verbunden. Und jetzt kann man eine Art Fernsteuerung. Und jetzt habe ich im Prinzip eine Fernsteuerung des Modells. Also eine sehr einfache Art. Aber ich kann im Prinzip, hier haben Sie jetzt, er läuft jetzt rückwärts, weil ich es rückwärts aufgebaut habe. Und ich kann aber auch im Prinzip letztendlich Kurven versuchen zu laufen. Ne? Und so kann ich diesen Hund im Prinzip entsprechend steuern. Das geht auf Teppich wahrscheinlich besser. Das geht auf Teppich dann vermutlich besser. Ja. Aber das ist eigentlich auch eine ganz lustige Sache, wo dann die Kinder eigentlich jetzt lernen können, in dem Fall, aus welchen Elementen ist denn was zusammengebaut und welche Elemente brauche ich für welche Funktion und welche Bewegungen können diese dann. Das scheint mir auch interessant, gerade dieses Element der Fernsteuerung einerseits. Also aus meiner Kindheit kenne ich schon Fernsteuerung, wo dann noch so eine Kabelverbindung war. Ja. Jetzt kann man das natürlich auch mit Bluetooth oder mit anderen übertragen. Technologien machen und dann den Übergang zu dem Eigenständigen. Und da eben einerseits das, was du ja gerade gemacht hast, was mir ein Teaching ist, also dass man praktisch den Vorgang genau einmal durchlaufen lässt und später, wo man sozusagen abstrakt programmiert und dann überträgt und dann eigentlich letztendlich das Gerät eigenständig auch mehr oder weniger endlos weiter agieren lässt. Und die Kinder fangen hier wirklich an und zu sagen, ah, dann baue ich mal das und das zusammen und probieren einfach Sachen zusammenzubauen. Und ich habe dann in der App auch so einen Kreativmodus. Mal gucken, ob er wieder verbindet. Genau. Und der macht eigentlich nichts anderes, als zu erkennen, welche Teile verbaut sind. Ich weiß aber nicht, in welcher Reihenfolge oder so die verbaut sind. Und jetzt kann ich sagen, zum Beispiel für dieses Gelenk, das ist für mich quasi die Rechts-Links-Steuerung.
Und das hinten ist quasi das Vorwärtssteuern. Halt, jetzt habe ich das falsch. Und kann hier quasi die Steuerelemente mit den Aktoren letztendlich verbinden. Und wenn ich jetzt auf Play drücke, kriege ich entsprechend meine Fernbedienung und kann jetzt hier im Prinzip dieses mit dem einen das eine Element steuern und mit dem anderen das andere Element. Und jetzt kann ich versuchen, wie kann ich denn damit laufen, ob ich das entsprechend hinkriege, damit zu laufen. Ja. Jetzt sind hier ja aber eben ist der Prozessor und der Aktor dran. Da sind jetzt keine Sensoren dabei. Die Sensoren würden dann ermöglichen. Das sind hier Sensoren. Die müsste man noch anbauen. Genau. Und die würden es dann ermöglichen, auch das Gerät sozusagen eigenständig zu machen, weil es dann eben eigenständiger zu machen, dass es sich bewegen kann, zum Beispiel bis ein Hindernis auftaucht, dann wendet und dann bis zum nächsten Hindernis läuft. Genau. Also hier ist auch ein Standard-Mikrocontroller drin. Und ich habe mal hier den Ausdruck entsprechend mitgebracht. Das ist, zeigt jetzt so ein entsprechend ein, ich halte es mal hier in die Kamera, so ein, ich sag mal so ein Kran. Und da ist dieser Sensor daneben verbaut. Und da ist die Idee, wenn ich vor den Sensor so einen Stein lege, dann bewegt der Kran sich rüber, packt den Stein und nimmt ihn auf. Und das wäre sowas. Und das ist aber wiederum dann nicht mehr mit der App programmiert, sondern im Prinzip, es gibt eine Arduino-Bibliothek für den. Das heißt, ich kann den mit dieser Arduino-Umgebung letztendlich tatsächlich mit Programmcode selbst steuern und versehen und dann die Teile einfach, ich sag mal, als eine mechanische Lösung letztendlich nehmen, die in sich funktioniert. Ja. Also ist in der Hinsicht dann auch erweiterbar. Wie ist jetzt hier die Abfolge von den Kasten aufmachen, die ersten Dinge tun, bis da, wo man sozusagen frei experimentieren kann? Genau, also hier ist die Abfolge tatsächlich, man nimmt die Anleitung, noch relativ klassisch, wenn man das so will, und geht tatsächlich, hier gibt es einen Schritt, leg los, der einem dann erklärt, okay, bau mal diesen roten Sensor zusammen und setz mal unten Räder dran. Ja. Und dann drücke mal auf Play und dann fährt das Ding schon alleine, weil da zum Teil auch im Prinzip, wenn ich jetzt hier auf, jetzt habe ich die App noch verbunden, ich muss die mal kurz beenden, also der hat zum Teil auch selbst schon Funktionen drin, die er, wenn er bestimmte Teile erkennt, verhält er sich schon in einer bestimmten Art und Weise. Und so wird es dann erweitern, dann kommt der nächste Teil dazu, dass ich noch mehr Räder dran mache und dann habe ich ein Auto, was ich quasi wirklich ein ferngesteuertes Auto, was ich dann über die App fahren kann, dann wird die App eingeführt. Und so wird man Schritt für Schritt herangeführt. Und ich würde aber sagen, meistens bleiben die Leute, diese vorgefertigten Modelle zu bauen. Es ist eher, ich sag mal, sowas wie ein Modellauto, was ich umbauen kann. Ja. Es wäre jetzt auch nicht so, dass eine Aufgabe gestellt wird, man selber dann nach einer Lösung sucht, sondern es ist eigentlich eher, dass einem etwas, was als Ziel ist, dargestellt wird und man geht dann Schritt für Schritt vor, um dieses Ziel zu erreichen und kann dann vielleicht, man hat dann etwas wieder, mit dem man, wenn es aber soweit schon zusammengefügt ist und man das kennengelernt hat, dann kann man damit noch weiter rumprobieren. Man kann oder auch was verändern, die Beine zum Beispiel verändern und gucken, wie wirkt sich das aufs Laufen aus. Das ist nämlich auch dann das konstruktive Element zu dem Programmierungselement und zu dem Elektronikelement. Ja. Oder was die Kinder wirklich auch gerne machen, ist dann diese Teile mal selbst irgendwelche Kreationen zusammenzustecken und dann in diesem Kreativmodus versuchen zu steuern und zu merken, hoppla, so einfach ist es nicht, oder auch mal dann schöne Lösungen zu finden. Also sagen, ich mache das Auto und baue jetzt auf das Auto vorne noch den Greifer dran. Dann kann ich irgendwo hinfahren, Teil anpacken und wieder wegfahren. Also und das geht dann. Gut, so jetzt sagen die Älteren, das ist ja Kinderkram. Genau, wobei, wie gesagt, kein Kinderkram in dem Moment, wo ich mit einer Programmierumgebung dran gehe und die weiteren Möglichkeiten verwende. Und dann gucken wir uns mal das nächste an. Da ist jetzt schon mal ein dickes Buch dabei. Da ist schon mal ein dickes Buch dabei. Wobei das nicht, also ich habe diese Packung bekommen, da war dieser Roboter drin mit Fernbedienung und noch Batterieset und sowas. Das Buch ist quasi extra zu erwerben. Das Buch ist quasi von jemand herausgegeben, beschäftigt sich damit und vermittelt unheimlich viele Hintergründe dazu. Das heißt, theoretisch kann ich auch nur das Ganze so kaufen und habe dann, ich sag mal, so eine Minimalanleitung drin, wie ich zum Beispiel die Motoren zusammenbaue, entsprechend, und wie ich das Ganze zusammenschraube. Diese hier? Genau, da ist sie doch, Genau, das heißt, es kommt nämlich in Einzelteilen. Da ist zum Beispiel dieses blaue Chassis da. Die gelben Motoren sind zum Teil noch zusammenzuschrauben. Die Sensoren sind anzuschrauben. Und genau dieses Bild zeigt es eigentlich, diese Explosionszeichnung. Also auch da ein technisches Element. Genau, ein Darstellungselement, was man in
dann fortgeschrittener Form bis in den beruflichen Bereich hinein auch finden würde. Genau, das zeigt eigentlich, und ich muss es dann zusammenschrauben, das ist jetzt keine große Kunst, geht vielleicht eine Viertelstunde, 20 Minuten. Und auch hier gibt es dann wiederum, ich sage mal, didaktische Elemente. Zum Beispiel sind diese Anschlüsse alle so gestaltet, dass ich die Sachen nur in das Richtige stecken kann. Also ohne Gewaltausübung natürlich. Mm. Und dass ich auch Sensoren einer Farbe habe, sieht man auch hier. Und die Anschlüsse auch diese Farbcodes haben und ich die immer dort anschließen kann, wo auch dieser Farbcode mit vorhanden ist. Ja, von den Begriffen hier ist das verwendet, was eigentlich in der Fachsprache auch verwendet würde. Also da steht dann eben Power Switch und es wird von Ports gesprochen. Insofern geht man eigentlich davon aus, dass auch die Kinder nach und nach diese Fachbegriffe übernehmen und dann eben auch ganz normal damit umgehen, so wie wir. Also ich würde sagen, das ist eher so im Prinzip das Elternheft. Das unterstützt oder das Lehrerheft nochmal, wie baue ich das zusammen? Man kann es den Kindern auch geben, aber das dürfte für, ich sag mal, für einen 10-Jährigen oder 11-Jährigen vermutlich noch zu anspruchsvoll sein, das auch in englischer Sprache nur bisher vorhanden, das damit zusammenzubauen. Wobei die, glaube ich, auch mit einfach versuchen, was passt wie zusammen, schon eine ganze Ecke weit kommen. Mhm. Und wenn ich das Ganze dann habe, ist es tatsächlich auch so, dass es schon einen ersten, ich hoffe mal ein bisschen Platzmodus gibt. Das heißt, ich habe jetzt hier, in dem Fall betreibe ich das mit so einem Batteriepack. Ja. Gibt aber auch einen USB-Anschluss, um das mit dem Rechner zu verbinden. Aber ich kann erstmal so anfangen, ohne mit dem Rechner noch mit Software oder sonst was machen zu müssen. Irgendwo hat es einen Einschalter. Es ist auch so, blinkt ein bisschen, macht Licht, macht Töne. Und jetzt habe ich tatsächlich eine Fernbedienung per Infrarot und kann mit der tatsächlich auch hier schon das Ganze bewegen. Und das bewegt sich auch relativ flott. Und das macht natürlich schon auch eine hohe Motivation, übt es auf die Kinder aus. Ja. Weil sich das doch relativ satt bewegt, hat eine ordentliche Geschwindigkeit. Und ich kann jetzt schon mal hier steuern oder... mal gucken, ob ich das jetzt hier so hinkriege. Ich halte mein Hindernis hin. Es hat einen zweiten Modus, den ich mit der B-Taste auslöse. Dann fährt es, bis es quasi ein Hindernis entdeckt. Jetzt muss ich so ein bisschen hier reinlegen. Ja? Und dann halt mal wieder an. Oder es hat auch noch ein vorgefertigtes Programm, wo es dann einfach nur fährt. Ja. Ich halte es mal wieder an. Das heißt, ich kann es erstmal so in Betrieb nehmen, zusammenschrauben, erster Erfolg. Ja. Und dann kommt es tatsächlich so, dass ich eigentlich auch wieder eine App oder ein Computerprogramm brauche, wobei die App eigentlich das nächste Element ist, es zu lernen. Jetzt muss ich gerade einmal gucken, ob meine... Gäbe es jetzt hier auch noch Zusatzbauelemente dran? Genau, können wir gleich gucken. Das ist, auch wenn wir hier auf die Packung gucken... Weil das macht so den Eindruck, als wenn es so der Kern für dann... Genau, das ist quasi so, gibt es verschiedene Add-ons. Ich kann also zum Beispiel so eine Art Spinne draus bauen, aber ich kann auch obendrauf nochmal den Ab... also wie so Augen letztendlich diesen Sensor hinbauen. Und da gibt es jede Menge Erweiterungssets, die im Prinzip über diese Kabel angeschlossen werden können. Und man sieht hier auch, also zwei dieser Ports sind noch nicht belegt. Was jetzt hier schon drin ist, ist im Prinzip, ich habe hier unten so einen Linienverfolger. Ich habe die zwei Motoren. Ich habe einen Abstandssensor per Ultraschall, ich habe ein Bluetooth-Modul, ich habe einen Lautsprecher drin und ich habe so verschiedene zweifarbige LEDs rechts und links, sodass er zum Beispiel links grün und rechts rot anzeigen kann. Ja, ja. Und dann ist es jetzt tatsächlich so, dass ich auch, ich muss die richtige App nehmen, also was ich hier tatsächlich schwieriger finde, ist einerseits, ich sag mal, die Sprachbarriere, weil die Sachen dann doch oft sind und es ist nicht... ein ganz so geschlossenes System wie zum Beispiel das Lego. Man kommt immer mal wieder an so eine Sackgasse und muss nochmal neu gucken. Und welche App ist es jetzt genau oder so? Da gibt es dann zwei Apps und welche davon nehme ich? Also hat er schon. Aber auch hier ist ähnlich jetzt wie bei Lego aufgebaut. Ich gucke mal, ob meine Bildschirme aufzeichnen. Gibt es hier auch mehr so eine Art Community, die sich dann damit beschäftigt? Ja, das ist so eine Open-Source-Geschichte auch, wo dann die Erweiterungen sind. Und auch hier ist es so, dass... eigentlich sehr schön gemacht. Ich habe hier auch wieder verschiedene Tutorial-Levels, die ich durcharbeiten soll und Stück für Stück auch wieder die Funktionen freischalte. Und jetzt können wir mal, also ich habe da schon ein paar gemacht, ich suche mal irgendeinen aus und ich bekomme immer eine Aufgabe.
Um diese Aufgabe zu vervollständigen, musst du die Funktion Löschen verwenden. Also das ist jetzt tatsächlich, wie funktioniert die Programmierumgebung. Was sagt jetzt, ich möchte es verbinden. Also auch per Bluetooth verbunden, dann zeigst du schön das. Das heißt, ich muss jetzt hier eins wegmachen und stattdessen, glaube ich, ein anderes hin. Und dann kann ich letztendlich dieses Programm ausüben. Und kriege dann gewonnen und dann macht er noch so einen Satz. Und das ist natürlich für die Kinder schon sehr motivierend. Ne? Also gerade dieses Geräusch am Ende noch und den Satz, den er macht, das zeigt, hey, ich habe es geschafft, super. Und hier kann ich jetzt durch diese verschiedenen Sachen, die dann verschiedene Aspekte letztendlich vermitteln, durch. Und die weiteren sind gesperrt, bis ich die vorher gemacht habe. Also sehr instruktiv an der Stelle. Aber ich kann in der Programmierung immer, also da fehlt mir jetzt einer, ich weiß gar nicht, was mir jetzt fehlt. Ja, ich soll jetzt mit der schnellsten Geschwindigkeit nach vorne fahren und dabei einen Alarm wie einen Krankenwagen machen. Das heißt, ich hebe ihn mal hoch, sonst fährt er vom Tisch. Und irgendwas habe ich jetzt nicht ganz gemacht. Und das ist bei dem Set wirklich die Schwierigkeit. Es ist Open Source, es arbeiten viele dran. Die deutsche Übersetzung ist nicht immer perfekt. Ich bin tatsächlich selbst an manchen der Aufgaben gehangen, weil sie komisch formuliert waren, um erstmal rauszukriegen, was soll ich eigentlich überhaupt tun. Also die Aufgabenstellung war nicht klar. Und dann muss man halt ein bisschen ausprobieren, bis man es raus hat. Und das, glaube ich, ist eher dann für die Kinder dann ernüchternd an so einer Stelle. Ja, es ist ja auch als Gegenstand deutlich abstrakter jetzt als das, was Lego jetzt einem anbietet. Genau. Und insofern ist es der Übergang zu Gerätschaften, die man jetzt auch dann nicht mehr im Spielzeugbereich ansiedeln würde. Genau. Wenn man sagen würde, das könnte durchaus auch etwas sein, was man in dem Rasenmäher, der heute inzwischen auch als eigenständiges Gerät verfügbar ist. Und das ist jetzt tatsächlich auch so, dass wenn ich hier auf Erstelle gehe, ich sämtliche Befehle zur Verfügung habe und auch wieder mit so einer Programmieroberfläche und jetzt zum Beispiel meinen selbstfahrenden Rasenmäher draus programmieren könnte. Ne? Aber eine robuste Hardwarebasis habe dafür, die in sich sehr gut funktioniert, mit dem Tablet bedienbar ist, per Bluetooth und dergleichen. Das muss man sagen, dass natürlich so ein Teil, obwohl diese Lego-Konstrukte und auch Fischertechnik sehr gut schon durchdacht sind, aber das hier hat natürlich wesentlich mehr Festigkeit in der Grundkonstruktion. Genau, und hat aber trotzdem über die Löcher noch genügend Möglichkeit, noch was zu ergänzen. Also ich glaube, man kann auch so einen Greifarm vorne noch als Zusatzmodul kaufen oder eben halt auch selbst etwas entwerfen. Also so mit einem 3D-Drucker oder sowas wäre da durchaus die Möglichkeit, hier das als Basis zu nehmen und darauf sich weiterzuentwickeln. Also es ist eine sehr solide Basis mit einer sehr schönen Einführung, die Grundlagen vermittelt, aber dann Platz nach oben lässt. Und es ist tatsächlich so, dass, mal den Rechner rausholen. Die Programmierung, ist die auch dann sozusagen in diesem, die ist ja ein bisschen abstrakter jetzt schon, aber könnte man da auch eigene Programmierschritte eingeben, die dann verwendbar wären? Genau, das wollte ich jetzt hier zeigen. Das ist jetzt eine, Scratch ist so eine Programmierumgebung für Kinder, wo die auch grafisch programmieren. Man sieht, das sieht relativ ähnlich schon aus. Und da gibt es im Prinzip die gleichen Elemente, gibt es hier auch nochmal. Von der Darstellung jetzt etwas abstrakter. Und ich kann jetzt hier drin tatsächlich auch meine Programme zusammen machen und das Ganze verbinden und die Programme übertragen. Es ist nämlich so, dass die, die ich hier mache, nur laufen, während das Tablet an ist. Also vom Tablet aus eigentlich nur Steuerbefehle rübergehen. Und hier ist es tatsächlich so, ich erstelle ein Programm und übertrage das hierher und dann läuft das auch autark. Das wäre also die nächste Stufe. Aber ich muss es sozusagen komplett durchdenken, wo ich dann sende und dann... Ja, ich kann es aber auch Schritt für Schritt hier ausprobieren. Und da kann ich dann wirklich auch komplexere Programme mitmachen. Und es ist auch so, dass diese Programme, jetzt muss ich gerade einmal gucken, dass ich das finde, im Prinzip im Hintergrund Arduino-Code erzeugen, also C-Programmiercode. Und ich kann dann irgendwann mir diesen Code auch holen und mir angucken, wie ist das tatsächlich umgesetzt. Also es gibt quasi die nächste Stufe, ist da schon angelegt. Und auch den, das ist im Prinzip ein ganz normaler Arduino da drin, kann ich über die normale Arduino-Programmierumgebung auch programmieren. Ja, und mit Arduino werden wir jetzt dann bei dem nächsten Equipment. Es ist allerdings ja so, dass auch dieses am Anfang erwähnte Lego Mindstorms
ja ganz unterschiedliche Programmiermöglichkeiten hat, von dem sehr anschaulichen, was also eher grafisch abläuft, in dem aber die Grundgedanken der Programmierung auch schon enthalten sind, als Beispiel Entscheidungsstellen oder Schleifen, die programmiert werden. Und dann kann man aber die Programmierungssprache wechseln und kann eben bis eigentlich fast zu der üblichen, auch in der realen Programmierung verwendeten Sprache gehen. Ja, und also meine Beobachtung ist, dass jemand, der von der Seite kommt, sich leichter tut mit der normalen Programmierungssprache, jemand, der normale Programmiersprachen gelernt hat, dann das hierin umzusetzen, oft etwas um die Ecke denken muss. Also der Weg ist umgekehrt schwieriger. Und ich habe es gerade gefunden, also wenn ich hier auf Zeige Quellcode gehe, dann kriege ich jetzt tatsächlich mein Arduino-Programm und im Prinzip das, was ich jetzt hier eben hatte, sieht dann in Code, ohne dass wir das jetzt nachvollziehen, so aus. Das heißt, ich kann dann tatsächlich auch diesen Code manipulieren, verändern, als Basis nehmen und kann eben diesen Übergang machen oder auch sagen, ich verändere eine Funktion, gucke, was verändert sich hier. Ja, man kann möglicherweise auch dort nachvollziehen, ich weiß nicht, wie es ist, aber dass man sieht, wo ist er gerade und wo ist der Fehler und dann kann man relativ... Das macht man eher auf dieser Ebene, weil wenn das Programm einmal hier ist und hier läuft, auf dem Gerät selbst, dann wird nicht mehr zurück übermittelt, wo bin ich gerade. Hat man da auch eine Art Simulationsdarstellung? Es gibt so zum Teil über diese Bühne hier, kann man was simulieren, allerdings nicht jetzt direkt den Roboter. Also aber nicht das Fahrzeug jetzt in der Rechnerdarstellung, das dann die Auswirkungen der programmierten Abläufe zeigen würde. Nein, das nicht. Weil das wäre ja was wir im industriellen Bereich häufig haben, dass man eben bevor das Gerät richtig startet, dass man einmal in einer Art Darstellung sehen kann, wie wirkt sich das Programm aus. Ne? Mhm. Aber hiermit bin ich jetzt schon sehr dicht quasi an wirklich echten Dingen. Also wie gesagt, also ich finde das Beispiel mit dem selbstfahrenden Rasenmäher relativ gut. Da fehlt ja eigentlich hier vorne nur irgendein Motor für irgendein Schneidewerkzeug. Ja, das hat man dann nicht mehr so gerne in Kinderhänden, wenn er ein rotierendes Messer irgendwo da hat. Aber im Prinzip, oder auch ein selbstfahrendes Auto, was jetzt hier entweder einer Linie nachfährt oder dergleichen. Also ich bin da schon relativ schnell an solchen Stellen da, dass ich da an echten Sachen machen kann und habe eine solide Basis. Ja, also auch da, ich weiß, darf ich das mal rausnehmen? Ja. Auch da ist es eben eigentlich interessant, dass diese verschiedenen Steck- und Verbindungselemente, die wir hier für das Gerät haben, wiederum auch dem entsprechen, wie wir es später in einem betrieblichen Anwendungszusammenhang finden würden. Ja. Oder wenn wir jetzt hier gucken, entsprechend die Art und Weise, wie jetzt, ich mache mal aus, hier die Sensoren über solche Steckverbinder letztendlich angeschlossen sind, die auch ein falsches Einstecken verhindern, ist ja etwas, was durchaus auch genauso im Prinzip in der Automatisierungstechnik tatsächlich in Fabriken oder so entsprechend stattfindet. Ja, also ich hatte hier ja die Festo aus dem Festo MacLab Komponente. Natürlich ist das jetzt nur ein kleineres Bauelement, aber man sieht, dass es eigentlich Vorformen der Verbindung sind, die in der Art und in der Wirkung auch im Grunde wirklich einander entsprechen. Insofern könnte man sagen, es ist jetzt nicht eine direkte Vorbereitung auf Beruf, aber es ist eigentlich ein Ingebrauchnehmen von Komponenten, wie sie auch dann in ganz anderen Zusammenhängen verwendet werden. Oder dass ich ein Element habe, das modularisiert aufgebaut ist und ob ich jetzt zum Beispiel diesen Linienverfolgersensor einbaue oder nicht oder noch einen weiteren Sensor hinzufüge, den ich dann dazu mache. Genau das ist ja auch das, wie letztendlich in der Automatisierungstechnik gibt es ja auch nicht etwas, was komplett fertig ist, sondern es werden verschiedene Module miteinander kombiniert, um eine bestimmte Funktionalität zu erreichen. Ja, und das, was einem zunächst mal vollkommen abstrakt und unzugänglich scheint, wird ja dadurch, dass man damit probieren kann, dass man Dinge, die man tut, unmittelbar in der Wirkung erkennen kann, dann auch nach und nach ein Verständnis und, wie man heute sagt, immer so eine Selbstwirksamkeitserwartung hier entfalten kann. Also man hat den Eindruck, das habe ich verstanden und wenn ich etwas ausprobiere, ich habe doch eine gute Chance, dass ich auch erfolgreich die Sache gestalten kann. Ne? Ja. Und was jetzt den Sets allen gemein war, ist, dass ich relativ schnell zu so etwas Motivierendem wie einem fahrenden Fahrzeug komme, was also eine scheinbar echte Funktion auch hat, die ist lohnenswert, die erstrebenswert ist. Ich kann das und
wenn man das mit Kindern macht, der Reiz dann auch schon ganz am Anfang einfach mal mit der Fernbedienung nur rumzufahren und zu gucken, komme ich in die Ecke rein und wieder raus, ja, ist sofort da. Ja, ja. Und das ist natürlich toll, weil ich sehr schnell zu dem Punkt komme. Und das heißt, dass dann die Motivation da ist, auch weiterzumachen und es nicht nach 5 Minuten enttäuscht in die Ecke zu legen. Das waren diese Erweiterungen zum Beispiel hier, so verschiedene Servopacks, um eben obendrauf noch irgendwelche Module zu machen oder zum Beispiel auch diesen Abstandssensor vorne beweglich zu machen, damit er gucken kann, ist rechts oder links frei. Das scheint aber auch wirklich ein Grundelement zu sein, wo die Entwicklung momentan noch läuft und einfach weitere interessante Zusätze nach und nach entstehen. Genau. Da gibt es eine Webseite und da gibt es jede Menge dieser Erweiterungssätze. So, dann gucken wir uns das letzte Element an. Ja, das ist vielleicht sogar das, was schon am meisten Tradition nach Lego natürlich, aber genau, was diese... Wir können es ja jetzt mal vergleichen mit den anderen Sachen, was wir an Elementen wiederfinden oder nicht. Das nennt sich jetzt Spark Fun Inventors Kit. Ist also quasi auch ein fertiges Set, was ich so kaufen kann, um die 110 bis 120 Euro, in dem alles drin ist, was ich brauche, um zu arbeiten. Und das ist natürlich ein großer Vorteil, wenn ich nicht viele Einzelteile besorgen muss und mir womöglich das Wichtigste fehlt, sondern ich kaufe das, packe es aus und kann sofort mitarbeiten. Und hier ist einmal, haben Sie sehr clever gemacht, auf der Rückseite eine Anleitung drin. Und auf der anderen Seite sind die Teile drin. Und so auch, dass ich es ganz gut verpacken und auspacken kann, inklusive USB-Kabel, was ja oft sonst auch noch so ein typisches Element ist, was fehlt. Ja. Und wenn ich mal die Anleitung kriege, können wir mal reingucken. Also das ist jetzt so gebaut, dass es so gedacht ist, pack das Ganze aus und fang mit der Anleitung an. Und die ist tatsächlich so aufgebaut, ist jetzt auf Englisch, gibt aber vergleichbare auch auf Deutsch. Und führt so ein bisschen an die Thematik heran, was ist ein Mikrocontroller überhaupt, wo kommt es in der realen Welt vor und warum ist das so zum Die Revolution, warum ist das so ganz spannend im Sinne, Dinge selbst damit zu tun. Und der Arduino, der hier drin ist, der gehört ja, zu dem gibt es ja inzwischen eine richtige so Selbstmacher-Szene, wo es unheimlich viele Projekte gibt, wo Leute tatsächlich selbst zu Hause irgendwelche Dinge damit automatisieren. Man findet unendlich viele Beispiele im Internet auch. Ja. Das heißt, man kann damit echte Dinge tun. Ja, also das sieht jetzt als Grundbaustein natürlich deutlich Ehrfurcht vermittelnder aus als die anderen, aber es ist auch wiederum beweglicher für denjenigen, der damit umgehen kann, es für unterschiedlichste Zwecke auch dann. Genau, also flexibler. Und das Ganze ist jetzt so, ich bekomme hier im Prinzip diese Platine, die kann man hier auch noch draufschrauben, wenn man das will. Ich gucke mal irgendwie, ich glaube, so rum passt die drauf. Wir legen sie jetzt einfach mal drauf. Und noch so ein sogenanntes Steckbrett, auf dem kann ich Schaltungen, leicht elektrische Verbindungen herstellen, um Schaltungen zu machen. Und das geht jetzt tatsächlich so los, ja, geh ins Internet, lad dir die Software runter, verbinde das Ganze mit USB-Kabel mit deinem Rechner, installiere die Treiber. Also ich kann da wirklich Schritt für Schritt vorgehen, aber man sieht, ich muss eine Software installieren, ich muss Treiber installieren, es braucht ein bisschen mehr. Man muss die Vorgaben sehr genau verfolgen. Ne? Man muss es, also die sind didaktisch schön aufgebaut, aber ich muss es man muss es verstehen, man muss da konzentriert und systematisch arbeiten, was ja auch schon ein Element jetzt technischer Aufgabenbewältigung ist. Ja. Und dann gehe ich jetzt einfach mal in diese Software rein. Ich mache mal ein neues Programm auf. Jetzt muss ich tatsächlich auch in dieser Software noch sagen, Einstellungen vornehmen. Also ich muss sagen, welchen von diesen Mikrocontrollern habe ich denn, weil ich mit der gleichen Software im Prinzip eine ganze Palette an Mikrocontrollern programmieren kann. Ja, ja. Also es wird dann schon technischer und echter. Ich muss auch noch sagen, okay, wo ist diese Verbindung zu meinem Rechner, welcher serielle Port ist das und muss das entsprechend einstellen. Was ich dann aber wiederum kriege auf einer Webseite, kann ich mir die ganzen Programme, die jetzt für die Sachen, die hier dabei sind, mitliefern, auch runterladen und kriege dann den Code und muss es nicht selbst erfinden. Ja. Ich kann es aber auch selbst erfinden. Ja, oder man kann innerhalb des Codes auch ändern möglicherweise. Ja. Genau, und jetzt ist es so, dass hier nochmal erklärt wird, das ist ein elektrischer Schaltkreis, also wirklich auch an die Physik letztendlich angeknüpft wird. Ja, Grundkenntnisse. Nochmal die ganzen Bauteile, Symbolik, die drin sind, erklärt werden. Also ich habe hier so eine ganze Menge an Bauteilen. Da gehört zum Beispiel ein Motor dazu, gehört so eine bunte LED dazu, gehören aber auch so merkwürdige
Potentiometer, Bauformen dazu, sodass ich eigentlich schon eine ganze Menge Sachen habe, um irgendwelche Eingaben oder Ausgaben zu machen. Mhm. Und so typische elektronische Bauteile, also ein Temperatursensor, ein Transistor, ja, können wir ruhig aufmachen, rausholen, mhm, oder so ein Piezo-Lautsprecher, einen kleinen, oder ein Fotowiderstand, der mir Helligkeit messen kann, sodass ich da doch eine ganze Menge machen kann. Und auch, was auch sehr schön ist, finde ich, inzwischen eine LCD-Anzeige ist auch dabei. Ja, das hängt jetzt an diesem Metallfüßchen. Interface praktisch, oder? Genau, nein, das ist im Prinzip eine Digitalanzeige. Ja, also ich kann hier Text oder Zahlen ausgeben, ja, sodass, wenn ich zum Beispiel eine Temperatur messe, anzeigen kann, was habe ich gemessen. Und das heißt, ich habe da eigentlich so eine ganze Palette an Sachen. Und das Ganze ist jetzt so aufgebaut, dass erstmal einmal erklärt wird, was habe ich da für Anschlüsse, was machen die so. Wobei einfach nur, dass ich einmal weiß, was gibt es. Ja. So, was sie genau tun, wird eigentlich noch gar nicht erklärt. Also da ist relativ viel Vorlauf, ne? Wo man erstmal mit Geduld... Ja, ich muss so Stück für Stück, oder ich muss zum Beispiel auch wissen, wo macht dieses Teil hier elektrische Verbindungen und wo nicht. Ja. Weil sonst kann ich da zusammenstecken, wie ich will, es wird nicht funktionieren. Aber das ist sehr schön erklärt. Also auch hier zum Beispiel jetzt, was hier sehr gut ist, sie benutzen so eine sehr grafische Darstellung, wie hier, aber auch durchaus dann auch technische Darstellung, sodass ich eigentlich auch im Prinzip zum Beispiel Schaltpläne bekomme. Ja, ja. Und nicht nur auf so einer anschaulichen Ebene bleibe. Also das wird sozusagen parallel mit eingeführt, ohne dass man es unbedingt braucht, aber man gewöhnt sich sozusagen auch schon an diese Art der Darstellung. Ich muss es nicht benutzen, ich kann es auch benutzen. Und ich gehe jetzt gerade mal zu dem Schaltkreis 3, den habe ich nämlich vorbereitet. Und dann ist es wirklich so, dass ich hier, ich glaube, 15 Beispiele habe und jedes Beispiel wird ein bisschen komplexer, werden neue Bauteile eingeführt. Und wenn ich diese 15 Schaltpläne einmal durch habe, habe ich die Grundprinzipien der Programmierung einmal gemacht und ich habe die wichtigsten Bauteile kennengelernt. Und das heißt, ich kann mich da eigentlich durcharbeiten und das ist jetzt tatsächlich immer so aufgebaut. Ich kriege im Prinzip so eine grafische Ansicht und kann jetzt wirklich nach der grafischen Ansicht die Widerstände, kann man Schritt für Schritt die Sachen einstecken und ich kann auch sehen, habe ich es richtig gemacht. Genau, das sind die Kabel und das sind die Widerstände. Jetzt muss man dann auch gucken, welchen nimmt man. Jetzt hier noch schön verpackt. Die 330 Ohm nimmt man da und kann entsprechend was zusammenbauen. Und dann ist hier auch tatsächlich, diese LED hat unterschiedlich lange Beinchen. Dann kann ich wirklich nochmal sehr schön einfach erklärt, welches Beinchen ist was. Und ich kann jetzt gucken, dass ich das hier entsprechend in der richtigen Reihenfolge reinstecke. Und wenn es nachher angeht, sehen wir, ob wir recht hatten oder nicht. Hast du irgendwie eine kleine Schere oder irgendwie einen Knipser, den man hier nehmen kann, um sie auseinanderzunehmen? Soll ich mal, komm mal. So, jetzt wir war aber hier ein gelber Wader. Genau, und der muss vom zweiten von rechts, auf das, auf die Minus. Da ist aber auch den Plus, ne? Oder? Oder, ach, der ist andersrum. Ich glaube, das Steckbrett andersrum. Ah. Aber ja, genau. Aber Falle. Falle, ja. Falle. So. Und dann? Also, und da war der vierte trotzdem. Genau. Okay, er steckt. Und dieses Minus muss ich dann wiederum auch hier mit dem Minus auf dem Mikrocontroller verbinden. Und da? Und der muss an dieses freie Beinchen von der LED, also das zweite. Das da? Genau. Und ich merke das auch schon, ich muss da immer sehr gut hingucken. Ja. Und jetzt haben wir Rot, Grün und Blau. Mhm. Das können wir mal gucken, Rot, Grün und Blau. Und wenn ich das richtig sehe, ist dieses schwarz, hier... Schwarz, ne? Oder, ach so, du bist bei den anderen Rot. Das Rote und das Rote geht auf 8, 9, 10. 19, 11 oder 8, 9, 10, 11, genau. Ich stecke die gerade mal hier rein. Und die hier müssen andersrum wiederum, weil das andersrum gesteckt ist. Das heißt, das Rote... Ah, ich habe das Schwarze, haben wir schon drin. Das hast du woanders hingesteckt? Ja. Okay.
Und das Rote brauchen wir gar nicht in dem Fall. Es steckt nur der Vollständigkeit halber hinten, weil das ist sowas wie ein Vielfachstecker für die positive Spannung. Wir können es jetzt mal weglassen, weil ich bin da kein Fan von Kabeln, die im Leeren hängen, drauf zu stecken. Wobei die das halt systematisch immer gleich tun. Deswegen macht das durchaus Sinn, aber man kann da ja anpassen. So, und jetzt müsste ich hier einmal an den Computer dran, die Welt der Adapter. So. Und dann hoffen wir mal, dass wir alles richtig angeschlossen haben und es keinen magischen Rauch gibt. Nein. So, jetzt blinkt der einmal so. Und jetzt muss ich hier im Prinzip mir das, das Programm, ich gucke gerade mal, Datei, letzte öffnen, Schaltkreis 3, wo ist er? Da. So, und das Programm sieht jetzt tatsächlich so aus, es gibt relativ viel Kommentar. Ja. Und dann definiere ich quasi, wo habe ich das Rote, Grüne und Blaue angeschlossen. Definiere diese, und dann muss ich wirklich programmieren. Ich muss die Befehle lernen, welcher Befehl macht, dass das auf diesem Pin eine Spannung ausgegeben wird. Und jetzt kann ich im Prinzip dieses Programm letztendlich kompilieren und übertragen, dann wird es einmal übertragen. Es blinkt jetzt hier auch fleißig einmal, sagt er hier fertig. Und jetzt sollte das Ganze eigentlich hier irgendwelche Farben durchändern auf Dauer, wenn wir es richtig gemacht haben. Da sind wir jetzt beste Hoffnung. Ja, habe ich es 1911. Mal kontrollieren, 1911 haben wir eigentlich richtig angeschlossen, aber vielleicht... Da steht ja noch rot. Die Green Common ist die... Längste, haben wir es falsch rum eingesteckt, ja. Jetzt muss ich nur die Löchle treffen. Das ist gar nicht so einfach. Ja, es muss ein bisschen fein motorisch da schon. Ah, jetzt. Und mein Grün. So, mal gucken. Weil der fährt da so verschiedene Blau, verschiedene Farbwechsel fährt er durch. Kann die Party starten. Und das ist aber von all diesen Sets ein gemeinsamer Faktor. Ich komme relativ schnell zu einem Erfolgsfaktor. Ja. Ich tue was Kleines und es passiert was. Und man kann auch, wenn man merkt, es passiert nicht, dann kann man relativ schnell noch gucken, wie kann ich nochmal anders versuchen, was kann der Fehler sein. Genau, das wollte ich nämlich später jetzt hier würde man vielleicht systematisch Fehler suchen, aber... Genau, also die haben jeden dieser Versuche gleich aufgebaut. Ich sehe einen Schaltplan, ich sehe so eine bildliche Darstellung, welche Bauteile. Ich kriege ein bisschen Hintergrund zu dieser RGB-LED, also zu dem Bauteil, was jetzt das Besondere ist in dem Schaltkreis, was tut die, wie geht die, und kriege nochmal den ausführlichen Schaltplan und dann kriege ich tatsächlich hier auch nochmal die Bauteile aufgelistet, welche ich brauche, also sehr systematisch aufgebaut und dann kriege ich irgendeine Hintergrundinformation, nämlich wie wird denn eigentlich hier die Helligkeit reguliert, die wird nämlich nicht reguliert, indem ich eine höhere oder niedrigere Spannung drauf gebe, sondern indem ich den einzelnen Pin länger auslasse oder länger anschalte. Ja. Also über eine Zeittaktung. So Frequenz. Also indem ich ihn schnell hintereinander an ausschalte und je öfter ich ihn dabei anhabe, desto heller wird es. Ja, ja. Und dann kriege ich eben solche Hintergrundinformationen. Also wie wird in der Elektronik Helligkeit erzeugt in dem Fall? Ja. In der digitalen Elektronik. Ja. Und im Prinzip, was ich sehr schön finde, ist, es wird dann nochmal gesagt, es wird nochmal auf Aspekte des Codes eingegangen, auf Details. Und dann wird gesagt, was sollte ich denn jetzt sehen, wenn es funktioniert? Also was ist ein Erfolg? Ja. Und es wird aber auch gesagt, wenn es nicht funktioniert, was sind denn typische Fehler? Ja. Und wenn wir da mal gucken, bleibt dunkel oder zeigt die falsche Farbe? Könnte daran liegen. Es könnte leicht sein, dass man sie falsch reingesteckt hat. Ja. Ne? Guck nur mal genau hin, ob das so ist. Ja. Ne? Ja, denn die ist, wenn man sie sich im Einzelnen anguckt, ist sie wirklich gar nicht so leicht zu unterscheiden, was jetzt welche Seite ist. Oder? Genau, ja. Nee, das liegt, die Beinchen sind unterschiedlich lang. Ja, ja. Und was ich auch noch sehr schön finde, es wird Real-World-Application, also gesagt, wo kommt denn sowas zur Anwendung? Ja, Und dann sage ich, bei der Spielekonsole, da ist doch vorne oft so eine Leuchtanzeige und die zeigt mit unterschiedlichen Farben unterschiedlichen Status an. Genau das. Ja, ja. Und so kann ich jetzt hier diese Sachen durchmachen und komme dann wirklich zu echten
echten Anwendungen? Ja, also wobei die echte Anwendung entweder sein kann, man hat selber irgendwas, was man gerne machen möchte, oder man ist in der Community nachher und sagt, genau, womit beschäftigen die sich, genau, was fände ich selber auch ich spannend. Ich kann hier gerade mal gucken. Ob du hast ja, glaube ich, einiges gemacht, was auch dann in Richtung, sag mal, zum Beispiel Garten geht, also genau, Natur und Technik verbinden. Genau, ich kann mal zwei Sachen zeigen. Mhm. Also einfach mal, um zu zeigen, wenn ich das gemacht habe, ich habe das bewusst mal in dem Bild noch relativ, also ich zeichne das auch auf, aber im Prinzip, ich habe dann einen Akku, eine Solarzelle, ich habe im Prinzip, das ist in dem Fall quasi eine kleine Variante davon mit eingebautem WLAN, die sich aber genauso bedienen lässt. Und dann habe ich verschiedene Sensoren, wie einen Helligkeitssensor und einen Luftdruck- und Luftfeuchtigkeits- und Temperatursensor. Noch eine Ladekontrolle und dann kann ich so eine Art kleine Wetterstation bauen. Ja. Und das ist, wenn ich diese Sachen durchgemacht habe, eben erreichbar. Ja, es kostet Zeit und ich muss ein bisschen nachlesen, aber das ist erreichbar. Oder mit Garten, hast du gerade gefragt. Das ist jetzt eine Anzeige. Ich habe tatsächlich bei mir im Garten verschiedene Sensoren verteilt, die alle Viertelstunde Bodenfeuchtigkeit, Temperatur und Sonneneinstrahlung messen. Und dann kann ich sehen, hoppla, ich sollte jetzt gleich aufhören und nach Hause gehen und gießen. Und da gießen, ja. Und das sind tatsächlich Echtzeitwerte. Und das basiert genau da drauf. Ja. Also das heißt, im Prinzip eigentlich ist dann nur noch das Problem zu finden, das man lösen will, im Netz entsprechende Beispiele zu suchen und dann der Rest ist eigentlich Fleißaufgabe. Ja. Ja, jetzt wäre das nicht mehr. Ich meine, das ist jetzt wieder sozusagen das, was ja in der Blackbox enthalten ist oftmals und ist selber auch wiederum eine Blackbox. Man würde vielleicht auch, und das ist ja jeder nach und nach ist, enthalten, auch die Funktionen der einzelnen Elemente sich erschließen. Aber es schafft auch Möglichkeit zu ganz alltäglichen Nutzungen. So dann. Und ja. Also was hier eigentlich ganz spannend ist oder was bei diesen Sachen überall ist, es ist ja so, dass die Technik inzwischen so komplex ist, auf verschiedenen Schichten komplex, dass ich eigentlich nicht mehr ganz unten anfangen kann und sagen kann, guck mal, das ist ein Kabel und damit machen wir das. Nee, noch nicht mal Nullen und Einsen, sondern es ist ein Kabel und dann fließt ein Strom und so Stück für Stück aufbauen kann. Sondern ich steige ja bei denen überall irgendwo auf einer abstrakten Ebene mittendrin irgendwo ein. Ja. Und jetzt ist eigentlich die Kunst, wie kann ich das so gestalten, dass obwohl ich auf so einer abstrakten Ebene einsteige, man die durchdringen kann und auch Sachen als Blackbox einfach hinnimmt. Aber was jetzt bei den Sachen natürlich sehr schön ist, wir hatten es ja eben hier drin gesehen mit dem Analog Write bei dem Schaltplan 3. Ich mache es gerade nochmal auf. War ja die Skizze drin, wenn ich diese LED dimme, was passiert denn eigentlich elektrisch? Ja. Und das heißt, ich kann hier immer wieder punktuell in diese Blackboxen eintauchen und mich mit bestimmten Aspekten auseinandersetzen. Und es kann gehen, welche Bauteile sind hier eigentlich drauf, warum? Ich sehe die ja und ich kann danach gucken, es gibt Schaltpläne und kann dann sehen, ah, das ist der Mikrocontroller und das ist Teil der Spannungsversorgung, das ist der Spannungsregler, der mir hier die 5 Volt zur Verfügung stellt. Und das ist der Chip, der die USB-Verbindung macht. Also ich kann da durchaus auch so eintauchen, ich muss aber nicht. Ja, ja, und das ist eigentlich das Spannende, dass die hier immer wieder diese Anlässe schaffen und zu so sagen, tauch mal ein, guck dir mal auch ein, was passiert da genau im Hintergrund. Ja, das wäre sozusagen der konkrete Teil, dass man eigentlich sagt, bei Dingen, die man zunächst mal für sehr komplex hält und schwer zugänglich, dadurch, dass man sich Schritt für Schritt sich erschließt, eigentlich auch durchschaut nach und nach. Man wird freier, dass man mit denen auch etwas anfangen kann, was jetzt nicht genau nur in der Anleitung zu finden ist. Ja, und man hat eigentlich das Gefühl, dass diese entwickelt auch die Sicherheit, dass das, was eigentlich zu unseren täglichen technischen Gegenständen gehört, dass das eigentlich auch verständlich und zugänglich ist. Also ob es jetzt dieses ist oder etwas anderes, durch konzentriertes Arbeiten kann man das durchaus nachvollziehen. Ja. Das ist jetzt kein, in dem Sinne, Zauberwerk. Nein, also es ist, glaube ich, so ähnlich. Man kann das im Prinzip mit dem Heimwerkertum vergleichen, wo man irgendwann auch gewisse Techniken der Holzbearbeitung oder sowas angefangen hat und auch die Maschinen verfügbar waren, das selbst zu Hause zu tun in einem gewissen Rahmen. Hobbymäßig selbst irgendwelche Sachen zu bearbeiten und herzustellen, hat auch Grenzen natürlich. Und genauso ist das jetzt quasi, ich sag mal, die Hobby-Ebene für das Thema Elektronik. Und dann kann ich eben mir überlegen, kaufe ich mir eine fertige Elektronik oder möchte ich auch selbst in der Lage sein, selbst Einfluss zu nehmen. Und ich finde, das wird heute immer wichtiger. Also wenn wir an Alexa und Co. denken,
Das eine ist, dass die schön funktionieren, aber das andere ist ja, wir sind abhängig von anderen und je nachdem wollen wir es auch selbst gestalten können. Ja, ich denke, das sollte man auch nicht unterschätzen, dass obwohl einem das zunächst mal hier dann auch nach einer Weile doch recht gut zugänglich scheint, dass insgesamt diese Systeme in der Industrie, im Verkehr, in Kommunikationsmitteln sehr, sehr komplex sind und wir vielleicht auch erkennen, wie anspruchsvoll sie sein können, wenn mehrere miteinander verknüpft sind, wenn Technologien unterschiedlicher Generationen verbunden sind. Ja, und vielleicht jetzt zu dem, sag mal, zusammenfassenden für das Lernen im Zusammenhang jetzt mit technischen Equipments kann man tatsächlich beginnen im Kindesalter, kann sowohl die Equipments als auch die Erklärungen als auch die Arten des Eingriffes sukzessive steigern. Man kann nach einem ersten, sagen wir mal, per Instruktion stattfindenden Zugang sehr schnell die Lernenden auch alleine weitermachen lassen. Die können sich untereinander austauschen, man kann gemeinsam damit umgehen. Und dann kann man nach und nach, wenn man, sag mal, in diese Richtung gehen möchte, bis in den Bereich berufliche Anwendung, letztendlich auch eines technischen Studiums, eines ingenieurwissenschaftlichen Studiums gehen, wo dann eben theoretische Anteile dahinter erschlossen werden, die komplexeren Systeme thematisiert werden, aber zum Teil auch konkret an entsprechenden Lösungen gearbeitet wird. Also was ich interessant finde, ist, dass es jetzt eigentlich noch so die Schicht dazwischen gibt, dass ich auch, ich sag mal, im privaten Hobbybereich inzwischen Sachen machen kann, die früher der beruflichen Anwendung vorbehalten waren. Ja, also es gibt so einen Übergangsbereich. Und das ist eigentlich ja auch ganz spannend. Ja, wenn ich jetzt häufig in einem Unterricht oder in einem betrieblichen Training als Ausbilder oder als Lehrer damit umgehen will, wie viel Vorbereitung brauche ich selber, um da dann mit dem einen oder dem anderen arbeiten zu können? Also bei Lego hatte ich das Gefühl, das geht sehr schnell. Man hat dann zwar nicht alles aufgenommen, aber die ersten Dinge kann man recht schnell machen. Also wenn ich solche vorgefertigten didaktischen Sets nehme, ist immer die Frage, wie viel Vorsprung will ich haben. Ja, ja. Und das hängt auch mit meiner eigenen Person ab. Mhm. Also ich kann ja entweder sagen, ich möchte es erst gut durchdrungen haben, dann brauche ich wirklich viel Zeit. Also ich sag mal, das gründlich durcharbeiten ist sicherlich mal so eine Woche Arbeit oder so. Ja. Und dann fehlen einem sicherlich noch viel Hintergrundwissen. Und auch die Gewohnheit fehlt einem. Ne? Man, genau. Man hat es dann einmal gemacht, aber man geht da nicht routinemäßig mit um. So. Aber das Schöne bei den Sachen ist ja, ich kann die wirklich, es sind genügend Grundlagen da, so und Hilfestellung, sodass ich eigentlich gemeinsam mit den Lernenden auch entdecken kann. Ja. Und dann eher sagen, okay, wie steuern wir das methodisch? Wo machen wir mal Reflexionsphasen? Wo tragen wir noch mal zusammen? Mhm. Also eher diese Begleitungselemente mache und sage, ich muss aber das Fachliche, das entdecken wir gemeinsam, das konkrete Fachliche. Und dann eher so allgemeine Methoden. Und generell ist es so, bei all diesen Sets, die wir jetzt hatten, also es ist egal eigentlich, mit welchem man arbeitet, weil es gibt so viele vergleichbare Prinzipien und diese Grundmethodiken, wie arbeite ich überhaupt mit so etwas? Mhm. Wie gehe ich mit Fehlern um? Wie mache ich die Fehlersuche, wenn was nicht geht? Wie gehe ich mit Frustration um? Mhm. Wie motiviere ich mich? Wie definiere ich mein Problem? Wie greife ich das in Algorithmen? Ist in allen drin. Ja. Und wenn ich das in einem gemacht habe, fällt es mir im anderen leichter. Ja. Also das ist, denke ich, glaube ich, auch nochmal eine ganz gute Information. Ja. Gut, vielen Dank. Ich denke, dann haben wir zwar nicht alles gesagt zu dem Thema, aber wir haben das Feld vielleicht ein bisschen aufgetan, haben da auch versucht zu demonstrieren, dass es inhaltsreich und erkenntnisträchtig ist, sich mit den Dingen zu beschäftigen, zu einem Teil eben auch Spaß macht und spielerisch erfolgen kann. Ja, damit denke ich, ein Themengebiet auch möglicher Gestaltung von Lehr-Lern-Arrangements hier der virtuellen Vorlesung gemeinsam behandelt. Ja, danke, Andreas, und ja, soweit für heute.